Moin zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute geht es um die Pulverauswahl für meine Patrone und ich erzähle euch mal, wie das generelle Vorgehen ist und wie man dort systematisch zu einem Pulver kommt. Viel Spaß beim Zugucken. Pulverauswahl ist ja nicht so einfach und deswegen will ich das heute mal ein bisschen systematischer machen. Ich hatte ja schon ein Video, schon ein bisschen länger her, aber da habe ich ja einfach nur so ein bisschen erzählt. Und heute gibt es mal eine Systematik da drin, damit ihr wisst, worauf ich achte, wenn ich ein Pulver auswähle und wie ich da genau vorgehe. Punkt 1 ist natürlich der Einsatzzweck. Wofür braucht ihr dieses Pulver? Also wofür braucht ihr diese Patrone? Und da müsst ihr natürlich auch ein entsprechendes Geschoss wählen. Ne? Ein Jäger wird natürlich irgendwas anderes wählen und hat ganz andere Entfernungen wie ein Sportschütze, der auf 100 Meter schießt. Oder ein Sportschütze, der vielleicht auf 300 Meter schießt. Und ich schieße natürlich länger. Ich schieße Long Range und PRS. Und da ist mein Einsatzzweck ganz eindeutig. Ich muss mindestens 1000 Meter weit kommen im Überschall bei schlechtem Wetter. Achtung, schlechtes Wetter heißt immer kalte Temperaturen, bei minus 15 Grad ist das bei mir, und hoher Luftdruck. Ja, dadurch gibt es dicke Luft und dicke Luft bremst das Geschoss. Und das ist eben durch kalte Temperatur und hohen Luftdruck der Fall. Also brauche ich für diese schlechte Witterung ein Geschoss und ein Pulver, was das Geschoss antreibt, bis 1000 Meter. Das Kaliber habe ich schon entsprechend ausgewählt. Die 6 mm Descher ist dazu in der Lage. Und jetzt muss ich bloß gucken, welches Pulver ich da reinkippe. Außerdem will ich natürlich auch einen geringen Rückstoß. Und da brauche ich dann wahrscheinlich nicht so viel Geschwindigkeit. Umso weniger Geschwindigkeit, umso besser ist das dann, falls ich die 1000 Meter noch erreiche. Das sind so die Voraussetzungen. Punkt 2. Ich muss ein Pulver auswählen, welches für mich in Frage kommt. Das heißt, es gibt eine Menge Pulver und ich muss aus dieser ganzen Pulvermenge irgendetwas auswählen. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten, zum Ziel zu kommen. Weil ihr könnt ja nur ganz bestimmte Pulver verwenden, weil die anderen alle ungeeignet sind für euren Einsatzzweck, für eure Patrone. Also, wie geht man da vor? Das Erste, was man machen könnte, wäre auf die Seiten der Hersteller gehen und gucken, was die so empfehlen für euer Kaliber. Na, ich kann euch mal ein Beispiel zeigen. Ich kann hier drauf gucken, zum Beispiel bei Vitabori, was empfehlen die denn für eine 6 mm Descher? Und dann stelle ich fest, gar nichts, weil die steht da nicht. Also könnte ich dann noch suchen, 6 mm in der Nähe, ja, also BR zum Beispiel oder das, was sie halt da verzeichnet haben. Ne? Reload Swiss macht das genauso. Sie empfehlen was für bestimmte Gruppen und ihr könnt auf der Homepage nachgucken. Also müsst ihr eure favorisierten Hersteller nehmen. Ja, es gibt ja bestimmte Pulver, die ihr gar nicht kriegt. Die gibt es nur in Amerika. Und es gibt bestimmte Pulver, die man, ja, wo man eine gute Verfügbarkeit hat. Und ihr müsst euch erstmal ein Pulver suchen, was von der Verfügbarkeit in Ordnung ist für euch. Ne? Kommt darauf an, welchen Händler ihr habt, wo ihr das herbekommt, welche Beziehungen ihr habt oder. Also sucht ihr euch 3 oder 4 Hersteller aus, je nachdem, meinetwegen auch 5 oder 6, wenn ihr Langeweile habt. Ich habe mir zum Beispiel die Hersteller ausgesucht, Reload Swiss, weil ich damit Erfahrungen habe, und den Hersteller Vitavori. Und zwischen diesen beiden habe ich mich quasi entschieden. Ich habe schon andere ausprobiert, IMR und Hodgson und so weiter. Das ist alles, das geht auch alles, ganz klar. Aber ich bin bei diesen beiden Herstellern gelandet. Also suche ich jetzt aus diesen beiden Herstellerpools etwas aus, was passen könnte. Und die Hersteller empfehlen dann, ja, zum Beispiel Reload Swiss empfiehlt dann für 6 mm irgendwas zwischen RS50, RS52, RS60, RS62 geht schon nicht mehr, ist zu langsam. Na, und jetzt muss man gucken, ob diese 3 Pulver sind das ja nur noch, ob die funktionieren. Jetzt gucke ich mal bei Vitavori und dann sehe ich, der Hersteller empfiehlt zum Beispiel N140, natürlich, der steht da auch nicht drin, ne? N150 oder N550. Ja? Und dann wird immer gesagt, ja, ganz tolles Pulver und so weiter.
Ja, mehr Informationen habt ihr dann erstmal auch nicht, ne? Also dann habe ich 3 Pulver von dem Hersteller und 3 Pulver von dem Hersteller. Und das reicht mir schon aus als erste Möglichkeit. Was kann man noch machen? Man kann sich zum Beispiel umhören, wer das gleiche Kaliber schießt. Ne? Ich gucke jetzt nach Amerika rüber und sage, was schießen die da alles? Und merke, die schießen das Pulver, was ich hier nicht kaufen kann. Gut, kann ich schon mal knicken. Ne? Könnt ihr vergessen dann. Wenn die das Pulver aber schießen, dann ist es die Frage, ob ich das kaufe. Aber will ich unbedingt ein amerikanisches Pulver kaufen, was dann immer über einen Teich geliefert werden muss? Und wie ist da die Verfügbarkeit? Ja, gibt es auch andere Pulver, die nicht genau das gleiche können? Meistens ja. Und so überlege ich, gucke ich, was schießen denn die anderen? Habe ich vielleicht Bekannte? Ja, das wäre auch so ein Punkt. Habe ich Bekannte und kann nachgucken, was schießen die denn? Ja, habe ich Bekannte, die 6 Dasher schießen? Ja, ich habe sogar 2 und habe dann nachgefragt, was sie schießen. Ja, sie schießen halt nicht das, was ich schieße, was ich gerne verwenden würde. Und jetzt kann ich dann nur gucken, ja, wie sind ihre Drücke und so weiter. Ich nutze natürlich die Daten trotzdem, indem ich das vergleiche, wenn ich mit meinem Berechnungsprogramm das berechne, was sie verwenden und was ich dann herauskriege, was ich verwende und ob das ungefähr in der Area mitspielt. Also das ist für mich trotzdem gut. Aber ich habe ehrlich gesagt auch keinen so richtig gefunden, wo ich Daten abfassen könnte. Was könnte man noch machen? Man könnte in Foren schreiben, hey, so, was verwendet ihr? Und dann kriegt ihr eine Antwort. Und ich würde da immer sehr, sehr vorsichtig sein. Erstens muss das überhaupt nicht das optimale Pulver sein, sondern nur das, was derjenige gerade verwendet oder zu Hause hatte oder ja, gewählt hat, ne? Was irgendwie funktioniert, aber nicht so richtig. Also aufpassen. Macht das lieber anhand eurer Berechnungen. Das sind Daten, das sind Fakten und die sind mehr wert als Meinungen. Das muss mal ganz klar sein. Die Frage ist auch noch, ob ihr vielleicht eigene Erfahrungen mit dem Pulver habt, mit Patronen, die in ähnlicher Größe vorhanden sind. Weil dann könnt ihr auf jeden Fall schon mal einen Temperaturkoeffizienten bestimmen. Der ist nämlich extrem wichtig, jedenfalls für mich. Und könnt sagen, ah, der ist so und so, weil ich habe die Erfahrung, in der Vergangenheit war der Koeffizient so und so und so und so. Also eure Temperaturtabelle, ja, ganz klar, Temperaturtabelle in Sachen Mündungsgeschwindigkeit. Denn die Koeffizienten, die die Hersteller da auf ihre Seite schreiben, sind gut und schön und ein Anhaltspunkt, müssen aber in der Praxis nicht unbedingt stimmen, wie wir das natürlich auch schon bei anderen Dingen kennengelernt haben, was da so alles nicht stimmt, sei es Abmessungen, sei es BCs und sei es vielleicht Koeffizienten. Punkt Nummer 3. Aussieben, welches Pulver ihr wirklich nehmen könnt. Also Berechnungen. Alles basiert auf Berechnungen, denn den Rest könnt ihr einfach vergessen. Die Frage ist, wie genau sind die Berechnungen? Ne? Und genau da hapert es auch immer ganz gewaltig, wenn es Pulver sind, die noch nicht so oft verwendet werden und in den Berechnungsmodellen irgendwie doch dolle voneinander abweichen. Und das ist bei mir zum Beispiel der Fall. Bei 6 mm Dasher, wenn ich das fülle in diese Berechnungsprogramme, die ich verwende, Quickload und GRT, und demnächst kommt ja ein neues, Gott sei Dank. Dann hat man da nochmal so einen dritten Wert. Und die weichen doch stark voneinander ab. Also, was habe ich gemacht? Ich habe als erstes die mir bekannten Pulver berechnet. Ganz klar. Dafür muss man aber Folgendes machen. Also, gibt es einen Punkt vor dem Punkt 3 aus 7. Und der heißt, alle Daten, die ich messen kann, werde ich erstmal messen. Ich habe euch schon gezeigt, wie das alles vermessen wird. Ich habe also meine Geschosse hier vermessen. Das geht ganz einfach, weil die Angaben der Hersteller stimmen ja auch nicht, haben wir festgestellt. Ich habe logischerweise auch meine Hülsen vermessen, also die Länge. Und ich habe die Hülsen ausgelitert, weil die Angaben stimmen natürlich auch nicht. Also die Hülsenlänge stimmt nicht, die Geschosslänge stimmt nicht, das Auslitern stimmt nicht. Also das, was so angegeben wird, das ist besser, wenn ihr die Daten ermittelt. Das habe ich alles gemacht und kann sie jetzt natürlich verwenden und dann kriege ich bessere oder beziehungsweise sichere Ergebnisse raus. Denkt an das Video, was ich hier vorgemacht habe in dieser Reihe, dass ihr keinen Überdruck bekommt, weil das kann gefährliche Auswirkungen haben. Wie siebe ich das Ganze jetzt aus? Das ist im Prinzip ganz einfach, aber leider aufwendig. Ich berechne einmal zum Beispiel mit GRT eine Ladung, die
genau an dem Punkt 15% vom Maximaldruck liegt. Das sind doch ungefähr so bei mir. Der Maximaldruck ist ja 4400 Bar, 3750 Bar. Also genau an diesem Punkt will ich das alles vergleichen, weil das ist der sichere Punkt und davon gehe ich aus. Wenn ich nachher eine Ladung heißer mache, werden die Daten entsprechend proportional alle ein bisschen in die gleiche Richtung gehen. Also wenn ich bei diesem sicheren Punkt berechne und die Pulver vergleiche, reicht das völlig aus. Ich kann jetzt vier Dinge vergleichen. Die erreichte Entfernung, und die hängt natürlich ab von der Geschwindigkeit, der Mündungsgeschwindigkeit, die ich erreiche mit meinem Lauf natürlich. Entschuldigung. Also, die Entfernung berechne ich. Ich will natürlich die Mündungsgeschwindigkeit, und mit der Mündungsgeschwindigkeit berechne ich die Entfernung mit einem Ballistikprogramm, logischerweise. Das ist der erste Punkt, den ich aussiebe. Erreicht das Pulver überhaupt die Geschwindigkeit, so dass ich wirklich diese 1000 Meter bei schlechtem Wetter erreiche? Und da sieht man, bei mir erreicht das das RS52, das N140, das N150 und das N550. Alle vier Pulver sind noch bei diesem Lotto dabei. Der nächste Punkt, den ich überprüfe, ist die Temperaturstabilität. Also gucke ich, wie temperaturstabil ist das Pulver A, B, C und D. Wie mache ich das? Ich berechne also eine Ladung. Ich habe jetzt also vier Ladungen berechnet. Könnt ihr sehen, diese vier Ladungen. Und habe festgestellt, es entstehen unterschiedliche Drücke. Und es entstehen unterschiedliche Geschossgeschwindigkeiten. Das kommt ganz einfach dadurch zustande, dass ein Pulver vielleicht ein bisschen schneller abbrennt und ein anderes Pulver ein bisschen langsamer. Ich aber einen langen Lauf habe und in diesem Lauf das etwas langsamer abbrennende Pulver dieses Geschoss länger stärker beschleunigen kann. Und das ist gut für die Mündungsgeschwindigkeit. Und ich kann jetzt sehen, mein RS52 erreicht eine Mündungsgeschwindigkeit von 855. Das ist gar nicht schlecht. Und mein N150 erreicht eine Mündungsgeschwindigkeit von 833. Eigentlich ist das RS52 also auf jeden Fall besser, ja, weil das ein bisschen länger brennt oder ein bisschen mehr Power hat durch diese Zweibasigkeit und das beschleunigt. Woran das ganz genau liegt, kann euch egal sein, kann mir auch egal sein. Fakt ist, da kommt eine bessere Mündungsgeschwindigkeit raus und genau das wollt ihr ja. Das heißt ja auch, dass ihr weiter im Überschall schießen könnt. Das ist ganz klar. Als nächstes werde ich jetzt die Temperaturstabilität prüfen, weil das Problem ich bei Wettkämpfen habe, dass ich natürlich einen ganzen Tag irgendwo rumlaufe und nicht immer zu die Temperatur messen kann, die Muni unterschiedliche Temperatur hat durch Sonneneinstrahlung, durch das Rumschleppen, morgens aus dem kalten Auto holen, minus 15 Grad, dann wieder 0 Grad und. Das heißt, der Temperaturfehler könnte sehr groß sein, das prüfe ich schon zum Schluss. Jetzt habe ich das N550 gemessen und habe festgestellt, der Temperaturkoeffizient, der ist auch schlechter als beim N150. Also fällt das schon mal raus, weil dann konzentriere ich mich, weil das ist auch nicht schneller, konzentriere ich mich nur noch auf die zwei Pulver RS52 und N150. Jetzt muss ich natürlich weitere Berechnungen machen, weil ich habe zwar die Mündungsgeschwindigkeit, da gewinnt das Pulver, aber ich habe noch nicht die Abweichung. Ich habe zwar den Koeffizienten, der ist besser beim N150. Aber welche Auswirkungen hat denn das? Ja, ist es nicht besser, die höhere Mündungsgeschwindigkeit zu haben? Oder ist es besser, einen stabilen Temperaturkoeffizienten zu haben? Ja, das ist jetzt die große Frage. Also gehe ich im nächsten Schritt dazu über und vergleiche die Fehler, die entstehen. Ich habe ja bei dem RS52 eine geradere Flugbahn. Und ich habe beim N150 eine bessere Temperaturstabilität. Und jetzt vergleiche ich genau diese beiden Sachen. Das heißt, ich mache ja Fehler während des Schießens und ich mache drei Hauptfehler. Und die drei Hauptfehler sind folgende. Ich habe die Temperatur falsch eingegeben. Ich messe die zwar, aber meine Muni, die ich mit habe, hat eine andere Temperatur als die Außentemperatur. Das ist doof und das passiert sehr oft im Wettkampf. Ich kann das also nicht vermeiden. Der zweite große Fehler, den ich mache, ich verschätze mich beim Wind. Ja, beim Wind verschätze ich mich und mache dadurch Fehler. Und der dritte Fehler, den ich mache, ich verschätze mich in der Entfernung, weil sie nicht genau angegeben ist oder weil, aber ganz ehrlich,
Der dritte Fehler ist am kleinsten, weil normalerweise kann ich nachmessen oder ich habe genaue Messungen und kriege die zur Verfügung gestellt. Das ist also extrem selten. Aber wenn ich nicht im Wettkampf bin, dann nehme ich einfach ein Laserentfernungsmesser und messe nach, ganz klar. Und dann brauche ich da nicht rumraten. Also ist die Priorität nicht auf der Entfernung, sondern eher auf den anderen beiden Sachen. Jetzt muss ich herausfinden, weil die anderen beiden Sachen passieren immer. Jetzt muss ich herausfinden, wie groß kann die Abweichung sein in der Temperatur in der Praxis und wie groß kann die Abweichung in einem Wind sein in der Praxis. Und das habe ich jetzt mal beispielhaft ausgerechnet, und zwar einmal bei der Temperatur, einmal 5 Grad, 10 Grad, 20 Grad und einmal beim Wind 0,2 Meter, 0,5 Meter und 1 Meter. Ah, das sind so Dinge, die passieren. Und jetzt stelle ich fest, dass die Abweichung in der Temperatur einen größeren Fehler hervorruft, und das passiert in der Praxis öfter, als die Abweichung im Wind. Das heißt, wenn die Abweichung im Wind bei 0,5 Meter bleiben würde, dann sind die beiden Patronen gleich. Erst wenn der Wind wirklich dolle verfehlt wird, dann ist die Abweichung ein bisschen größer, aber nicht sehr groß. Ihr seht das anhand der Zahlen. Bei der Temperatur ist die Abweichung aber deutlich größer. Das heißt, 5 Grad und 10 Grad ist eher so der Normalfall. Ich kann aber auch mehr als 10 Grad Abweichung haben, wenn ich Pech habe. Also Normalität bewegt sich irgendwo zwischen 5 und 10 Grad. Und da sehe ich, diese Fehler sind für mich wichtiger als diese Fehler beim Wind. Und genau das wähle ich dann. Wenn ich nämlich Windstille habe, dann habe ich nur noch den Temperaturfehler. Ich komme mal zum Fazit. Ihr seht, es ist ein komplexer Prozess und wenn man den ordentlich beschreitet, kommt man zu dem optimalen Ergebnis. Ich könnte jetzt statt N150 für mich auch N140 nehmen. Ja, ist fast das Gleiche, wäre also kein Problem. Wenn ich jetzt heiße Patronen machen würde, dann würde ich vielleicht sogar auf N140 umschwenken, weil ich da noch mehr Geschwindigkeit herauskitzeln könnte. Das will ich aber nicht, denn ich habe ja als Einsatzzweck auch gesagt, ganz vorne, ich will den geringstmöglichen Rückschlag. Das heißt, auch wenn die Mündungsgeschwindigkeit steigt, steigt der Rückschlag und das will ich vielleicht gar nicht. Ja, wenn es für mich ausreichend ist, die 1000 Meter, dann reicht das völlig aus und meistens schieße ich ja noch viel, viel, viel geringer. Das heißt 300, 400, 500, 600, 700 Meter und da spielt sich die Haupttendenz ab quasi, also das Hauptmatch und dafür muss das optimal sein und da ist N150 in meinem Fall super, super geeignet. Und deswegen nehme ich dieses Pulver und gehe dann jetzt zum nächsten Schritt über und baue die ersten 20 Patronen. Warum nur 20? Ganz klar, ich musste ja jetzt erstmal testen, ob meine Berechnungen überhaupt stimmen und ich will die nicht alle delaborieren. Ja, ich baue ja nicht gleich 50 Patronen. Also brauche ich 20 Patronen, um so ein bisschen das Gewehr einzuschießen, glatt zu schießen und dabei gleichzeitig zu reinigen. Wie das mit dem Glattschießen funktioniert, habe ich euch schon in einem Video gezeigt. Werde ich euch also nicht nochmal zeigen. Und wie ich die paar Patronen aus den neuen Hülsen baue, werde ich euch auch nicht zeigen. Dafür gibt es ja die Wiederladereihe, die ich davor gemacht habe. Und da könnt ihr das genau sehen. Vielen Dank fürs Reinschauen. Das war schon wieder. Ich hoffe, euch hat das kleine Video gefallen. Würde mich über einen Daumen hoch natürlich freuen. Kanal abonnieren nicht vergessen. Auf die Glocke drücken, dann werdet ihr auch informiert, wenn ein neues Video kommt. Und ich sage, ciao, bis zum nächsten Mal.